Hallo und herzlich willkommen bei technophil.de bei einem weiteren Unboxing. Nochmal etwas, was nicht ein Smartphone ist, aber schön damit zusammenspielen kann. Ich habe hier vor euch eine Action Cam, also so eine Kamera, wie man die sonst von der Marke GoPro vor allen Dingen kennt. GoPro Hero Serie ist ja so das Produkt aus diesem Bereich. Aber da gibt es natürlich auch eine Menge Alternativen zu. Hier ist ein Gerät aus China, was man durchaus einen Klon nennen könnte, weil sie sieht den GoPros schon verdammt ähnlich. Und während ich sowas normalerweise nicht so mag, wenn man auch die Optik so stark nachmacht, hat das hier einen handfesten Vorteil. Die Kamera ist nämlich wirklich so ähnlich oder identisch von der Gehäuseform her gebaut und auch von der Position des Objektivs, dass man das ganze Zubehör von den GoPro-Kameras und was auch von Drittherstellern dafür teilweise angeboten wird, hierfür nutzen können soll. Also wenn man zum Beispiel einen großen Quadcopter sich kauft, der so ein Ding hier tragen kann, nicht das kleine, was ich letztens gezeigt habe, der würde das nicht heben können, der das schon für eine Kamera vorbereitet ist, dann ist da eigentlich immer eine GoPro-kompatible Halterung direkt mit dabei bzw. dazu besorgbar irgendwie. Ja, kommt natürlich ein ganzes Stückchen günstiger. Das hier ist eine WLAN-fähige Kamera. Man kann also auf dem Handy direkt das Bild live mitsehen, was die Kamera gerade aufnimmt, was sehr praktisch ist, um den Blickwinkel zu kontrollieren, denn diese Kameras haben meistens kein eingebautes Display, mit dem man das kontrollieren könnte. Diese hier jedenfalls nicht, die Heroes meistens auch nicht. Dann nimmt sie die übliche Full-HD-Auflösung auf, also 1920x1080 Pixel mit 30 Bildern pro Sekunde, also 30 FPS, Frames per Second. Die kleinere HD-Auflösung, 1280x720, kann sie mit 60 FPS aufnehmen, womit man dann halt Luft hätte, um Zeitlupenaufnahmen, die sie trotzdem noch flüssig aussehen, damit machen zu können. Ansonsten sieht man hier, glaube ich, schon oben in der Packung, da ist ein wasserdichtes Gehäuse direkt mit dabei. Die Kamera ist schon direkt da drin und es kommen wohl eine ganze Reihe verschiedener Halterungen direkt mit dazu. Fotos macht sie angeblich mit bis zu 20 Megapixeln. Da würde ich mal vermuten, dass das ein bisschen hochinterpoliert ist, dass der Sensor das vielleicht nicht so ganz tut. Aber egal, ich denke mal, die Dinger benutzt man 99% für Videos. Kann man halt zum Beispiel an so einen Quadcopter dranhängen oder vielleicht auch mal auf ein ferngesteuertes Auto drauf basteln. Beim Tauchen, Fahrradfahren, was ich nicht noch was für einen Extremsport mitschleppen. Da kann man coole Sachen mitmachen. Es gibt zum Beispiel sehr schöne Videos von Alex Jacon, von den Motorcycle Diaries, die er mal gemacht hat, wo er einfach Selfies damit macht. An so einem kleinen Stick befestigt, dreht er sich im Kreis rum und macht damit wunderbare Filmchen, das geschickt zusammengeschnitten hinterher. Werde ich mal im Artikel, den ihr hier unten verlinkt findet, mit einem einbinden. Finde ich irgendwann ganz toll, die hin und wieder mal anzugucken. Aber ich würde sagen, lasst uns zur Tat schreiten und das Ding hier aus der Verpackung rausholen. Da haben wir die Verpackung vor uns und abgesehen davon, dass da ein freundlich lächelnder Skifahrer drauf ist, fällt auf den zweiten Blick vielleicht auf, dass hier nirgendwo irgendeine Markenbezeichnung oder was Ähnliches draufsteht. Es ist auf der ganzen Verpackung, ich habe mir ziemlich genau das angeguckt, nirgendwo ein Herstellername zu erkennen. The First Brand. Das ist natürlich eine tolle Aussage, wenn man hier gar keine Brand Naming irgendwie betreibt. Ja, das ist schon so ein bisschen strange. Klingt fast so, als ob man damit natürlich dem Verkauf unter anderem Namen quasi Tür und Tor öffnen wollte. Aber naja, was soll's. Hauptsache, das Ding funktioniert erstmal gut. Schauen wir mal rein, was wir hier alles im Paket haben. Da ist eine ganze Menge drin. Also Karton ist jetzt leer. Kommt mir als allererstes ein Ladegerät entgegen. Ein typisches USB-Ladegerät, wie wir das auch bei Smartphones immer dabei haben. Hier mit ganzen 500 mAh Output. Das ist relativ schlapp. Könnte also theoretisch schneller gehen, das aufzuladen, wobei da die Frage ist, ob die Kamera das mitmacht. Ein USB-Kabel mit Micro-USB-Anschluss zum Aufladen. Dann ist hier offensichtlich der Akku dabei. Den soll man nicht ins Feuer schmeißen, steht drauf, und 1150 mAh. Okay, bei so einem relativ kleinen Akku ist natürlich, braucht man nicht unbedingt das Turbo-Ladegerät. Schauen wir uns dann doch erstmal hier das eigentliche Stück an, um das es hier geht. Die Kamera fühlt sich jetzt erstmal für mich überraschend schwer an, nachdem ich auf den ersten Blick erstmal überrascht war, wie klein die Kamera ist. Ich habe mit GoPros und so noch nicht viel zu tun gehabt. Hatte mir das irgendwie eher tendenziell etwas größer vorgestellt. Ja, hier ist direkt das wasserdichte Gehäuse schon drumherum. Ich habe offensichtlich die silberne Version hier bekommen. Hier ist auch schon so eine Halterung unten dran. Und offensichtlich kann man das Gehäuse dann hier irgendwie aufmachen. Das können wir erstmal hier vorne, schätze ich. Boah, ganz schön stramm. Na super.
Und damit haben wir dann hier die Kamera. Sieht doch sehr schnuckelig aus. Sie wirkt eher wie ein Spielzeug auf mich erstmal. Interessanterweise sieht das hier hinten fast so aus, als ob da schon ein Akku drin wäre. Oder täuscht das jetzt irgendwie? Ah ne, das ist glaube ich nur ein leerer Deckel. Muss ich noch rausfinden, wie man den dann auch tatsächlich aus der Kamera rauskriegt. Aha, hier haben wir jetzt offen. Da kommt dann offensichtlich der Akku rein. Werden wir gleich mal gemeinsam ausprobieren, um zu schauen, ob wir das Gerät direkt mal in Betrieb nehmen können. Vielleicht kann ich ein paar erste Testbilder auch mal mit euch zusammen hier während des Unboxings machen. Den eigentlichen Testbericht oder so ein bisschen Erfahrungsbericht, da will ich mir ein bisschen Zeit für lassen und werde keine Kosten und Mühen scheuen, die Kamera mal irgendwo hinzubringen, wo es vielleicht etwas schönere Objekte gibt als hier zu Hause. Vielleicht mal ans Meer irgendwie oder sowas. Ja, dann haben wir hier offensichtlich so ein Gurtband, kann man sich mit um den vielleicht um den Kopf schnallen. Als Brustgurt scheint er mir etwas kurz zu sein, vielleicht auch an den Arm oder sonst irgendwo hin. Dann hier so einen Rahmen, der offensichtlich dafür gedacht ist, die Kamera ohne das Wasserschutzgehäuse einzupacken. Also stattdessen dann als Halterung quasi dient. Hier auch nochmal mit so einem entsprechenden Halterung mit Schraubverschluss dran. Ähnlich wie der bei dem Wassergehäuse unten dran war. Dann haben wir hier ein paar Kabelbinder dabei, mit denen man das Teil dann nochmal sichern kann, wenn man es zum Beispiel an einem Hubschrauber, Flugzeug oder ähnlichem befestigt. Noch eine etwas andere, anders geartete Halterung. Eine Halterung mit Winkel hier. Dann so 3M Klebepads, da fallen schon die ersten Teile runter. Ja, das ist glaube ich für auf den Helm oder sowas. Da hat man dann so eine Schiene, wo man diese Halterungen reinschieben kann. Und hier hat man noch so ein Teil, ne? Auch nochmal ein Klebepad. Auch nochmal, um das irgendwo drauf festzukleben. Etwas anders geformt das Ganze dann. Ja, also eine Menge Zubehör dabei. Ich würde sagen, ich versuche die jetzt mal in Betrieb zu nehmen. So, ich habe mir jetzt mal hier eine Micro-SD-Karte erstmal geholt. Da ist keine mit dabei. Das ist jetzt eine 32 GB Karte Class 6 scheint mir das zu sein. Also nicht unbedingt optimal für, da stand jetzt was in der Anleitung, habe ich eben gesehen, mit für irgendwie Expert Mode bräuchte man Class 10. Also noch höhere Übertragungsraten. Wollen wir mal schauen, ob wir da irgendwo jetzt an Grenzen herangeraten. Der Akku. Ah, das ist ja nett. Hier ist anscheinend irgendwie so ein kleines Papierfähnchen dran, mit dem man den dann hier aus dem anscheinend doch recht engen Akkufach auch wieder rausziehen kann. Okay. Ah, hier steht dann tatsächlich mal der Name Amköf 5000. Wobei es gibt ja noch, das ist jetzt die S-Variante. Ich glaube, das war die mit dem WLAN dann oder so ähnlich. So, hier vorne haben wir ein kleines Kontroll-LCD, was die so die wichtigsten Menüpunkte anzeigt. Da ist nochmal ein WLAN-Knöpfchen. Das werden wir gleich mal ausprobieren, das direkt mit dem Smartphone zu verbinden. Das ist übrigens auch quasi zwingend erforderlich. Zumindest gehen alle weitergehenden Einstellungen, die man an der Kamera machen kann, ausschließlich über die App auf dem Smartphone. Das gucken wir uns gleich mal vielleicht noch ein klein bisschen an. Schauen wir mal hier, das ist der Ein-Ausschalter, ob sich jetzt hier was tut. Aha, on, da flackert was. So. Jetzt kann man, wenn ich das richtig sehe, durch den Mode-Button hier wechseln. Da ist man direkt im Videomodus drin. Das ist der Fotomodus. Ich hoffe, man kann das Display hier auf dem Video gut erkennen. 7620 Bilder passen jetzt auf die, weiß nicht, 28 GB, die auf meiner Karte da noch frei sind. Und das hier wäre dann zum Filmen. Ja, es gibt wohl noch irgendwie so ein... hier gibt es noch so verschiedene Einstellungen. Ja, 720 war da gerade. Fotos, 1080, 30 FPS, 3 Minuten 41, was auch immer das wäre. 3 Stunden 41 vielleicht. Genau, die Zeitzeit, so wie ich weiß, keine Sekunden an bei der Aufnahme. Das ist ein Kritikpunkt gewesen. Probieren wir das doch einfach mal aus. Starten wir mal die Aufnahme. Hallo, jetzt blinkt das Lichtchen da unten, man sieht erstmal die Nullen und wenn ich das richtig verstanden habe von anderen Reviews her, wird man erst nach einer Minute hier jetzt die Zeit weiterlaufen sehen.
Hallo. Mal gucken, wie das erste Video mit der neuen Kamera so aussieht. Vielleicht halten wir es auch mal ein bisschen anders, nicht so nach oben in den Himmel rein. Hallihallo. Ja, ich schalte auch mal jetzt hier auf den Ton rum von der Kamera. So klingt das also, wenn man über die kleine Actioncam den Ton aufnimmt und nicht jetzt hier über meine Videokamera mit einem ordentlichen Lavalier-Mikrofon. Wieder zurück zum normalen Ton. Ja, ich denke, das sollte erstmal reichen für den allerersten Test. Als nächstes möchte ich mir gerne mal die Verbindung mit dem Smartphone ansehen. Hier vielleicht noch zur Info, neben dem Micro-USB-Anschluss haben wir hier den USB-Anschluss zum Laden. Der scheint wohl auch zum Zugriff auf die Bilder auf der SD-Karte dienen zu können. Ich habe zumindest eben einen Hinweis in der Anleitung gesehen, dass die Kamera, der Akku nicht geladen wird, wenn man sie halt an den PC angeschlossen hat und die Kamera eingeschaltet ist. HDMI-Anschluss, also direktes Video-Out, zum Beispiel zum First-Person-Live-Viewing beim Fliegen, wenn man dann so ein Funkübertragung hat, kann man dann auf der Fernbedienung an einem Monitor direkt sehen, wo man da lang fliegt. Und theoretisch sogar dann quasi nur darüber fliegen, was aber in Deutschland gar nicht erlaubt ist, soviel ich weiß. So, dann schauen wir mal ganz kurz nach. Ich habe hier auf dem Smartphone, ich hoffe, man kann es trotz der Lichtverhältnisse noch halbwegs erkennen, die App AMK iCam, also AMK iCam, installiert. Habe ich eben schon mal gemacht drin im WLAN. Connection to camera fail. Please ensure Wi-Fi connection is working. Ja, super. Und dabei ändert sie sich einfach wieder. Dann müssen wir anscheinend erstmal gucken, ob wir nicht mit dem WLAN uns hier irgendwie verbinden können. Einmal scannen. Ah ja, ich werde es wahrscheinlich hier... Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht vorher in der Anleitung mir angeguckt, wie das geht. Ich drücke jetzt mal hier diesen kleinen WLAN-Knopf. Ist jetzt irgendwie gestartet. Ich habe irgendwas umgeschaltet gerade. Ich bin an den vorderen Knopf hier rangekommen. So, 1080er Modus. WLAN. Muss ich vielleicht was länger drücken? Ah, da kommt doch was. Hier sehe ich jetzt keine WLAN-Anzeige irgendwie. Aber hier habe ich jetzt ein IDVB, blablablub. Das könnte doch was sein. So, jetzt muss ich erstmal nachgucken, was für eine PIN wir hier eingeben müssen. Okay, manchmal muss man dann doch in die Anleitungen reinschauen. Die PIN ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Kontrollieren wir das nochmal. Ja, da habe ich mir das glatt vertippt bei der 6. Jeps. Die 6. Verbinden. Futsch. Ja, vermutlich hat er hier ein Timeout. Nochmal. Ja, wie das nun mal so ist, kaum habe ich die Videokamera ausgeschaltet, meldet mein Handy verbunden. Ja, super. Typisches Erfolgserlebnis. Starten wir die App nochmal neu. Oh, das fängt ja richtig toll an. Stürzt also als allererstes mal ab. Na wunderbar. Ja. Das ist ja schon mal ein schöner Start hier. Das ist jetzt übrigens das Ulefone B Pro. Also auch so ein China-Gerät, was ich von genau wie die Kamera von GearBest zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ja, und ich habe jetzt hier mal sicherlich eine etwas bescheuert aussehende Konstruktion mir gebastelt. Einfach mal mit dieser Bandhalterung das wasserdichte Gehäuse auf einen Basecap oben drauf geschnallt. So provisorisch, super fest hält das nicht. Ich würde damit jetzt nicht irgendwie joggen gehen oder ähnliches. Aber zum Beispiel, um einen Quadcopter beim Fliegen aufzunehmen, während man ihn gleichzeitig steuert, habe ich schon öfters gesehen, dass Leute sowas Ähnliches bauen. Muss man auch nicht unbedingt mit dem deutlich schwereren wasserdichten Gehäuse natürlich machen, sondern kann man auch mit dem normalen Rahmen machen. Das ist das Ganze ein bisschen leichter, aber auch etwas weniger robust, wenn sie so mal runterfällt. Geht nicht so schnell was kaputt. Allerdings sehe ich jetzt schon hier auf dem Bild, ich blende mal vielleicht kurz das Bild ein, was die Kamera sieht.
kann man ganz gut sehen, dass am linken oberen Rand ganz deutliche Lichtreflexionen vom offensichtlich vom wasserdichten Gehäuse da ins Bild reinkommen. Also ist das Bild schon nicht mehr so richtig schön klar. Sollte man wirklich nur verwenden, das Gehäuse, wenn man es auch braucht. Schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz die App ein bisschen gemeinsam an. So, jetzt wird es erstmal von der Optik her ein klein wenig kompliziert, weil ihr seht jetzt mehrere Kamerabilder ineinander geschachtelt. Ihr seht erstmal hier mit meiner normalen Videokamera aufgenommen das Handy, das ich in der Hand habe. Auf dem Handy sieht man dann im Display das Bild der Action Cam, die ich auf meinem Kopf ja festgeschnallt habe. Abgesehen davon seht ihr nämlich noch ein bisschen in der Spiegelung auch. Und das wiederholt sich dann letztendlich immer wieder, das Handy dort. Ja, ich wollte aber eigentlich ganz kurz die App zeigen. Eigentlich eine relativ simple Geschichte. Wir haben hier unten einen Start-Stop-Button für die Videofunktion. Kann man also jetzt einfach mal ein bisschen aufnehmen hier. Dann läuft da oben der Timer mit. Man kann noch einstellen, dass die Videos entweder einfach immer weiterlaufen oder nur eine bestimmte Zeit lang laufen. Ich habe es mal wieder gestoppt. Da muss ich jetzt mal selber an der Dings nachgucken. Hier haben wir die Einstellung für die Laufzeit. Ich habe es jetzt mal auf Off geschaltet. Da gehe ich mal schwer davon aus, dass dann das Filmen weiterläuft bis zum bitteren Ende sozusagen. Dann haben wir hier noch ein paar Einstellungen. Da kann man zum Beispiel einen Timestamp ausschalten, also dass so ein kleiner Zeitstempel unten in das Bild reingeblendet wird. Die Wiederholfrequenz verändern. Was haben wir hier? 50 und 60 Hertz. Ich kann das teilweise recht schlecht sehen durch die zwei Displays dann durch quasi. Deshalb muss ich immer mal so über die Kamera hinweg luken. Sorry für das Gewackel dabei vielleicht. Format Camera bedeutet eine Formatierung der SD-Karte in der Kamera. Das Ganze zurücksetzen, App-Version und Ähnliches. Das ist also schon fast alles. Dann gibt es hier noch den Auflösungswähler, also Full HD 30 Bilder pro Sekunde. Das gleiche mit der kleinen HD-Auflösung oder halt 60 Bilder pro Sekunde bei der kleinen Videoauflösung. Dann kann man hier noch den Weißabgleich anscheinend noch mal triggern. Keine Ahnung. Und die anderen Symbole hier haben nicht wirklich eine Auswirkung. Auch Zoomen tut's hier. Da, ja, jetzt tut's das ja. Hat es eben nicht tun wollen bei mir. Okay, kann man also ranzoomen. Das wird jetzt mal spannend sehen zu sein, ob das, wie das von der Qualität aus ist. Wenn der Sensor wirklich so viel mehr Auflösung hat, wie für Full HD eigentlich nötig, könnte man ja theoretisch das Vierfach-Zoom, was hier digital eingebaut ist, auch ohne großen Qualitätsverlust nutzen. Das machen wir doch jetzt einfach mal. Zoomen wir mal ordentlich ran. Na super, das geht während des Filmens also schon mal nicht. Dann nochmal gestoppt. Na, bisschen störe ich die App und wie gesagt, auf dem Ulefone hat sie sich einfach nicht installieren lassen. Oh, sorry. Ups. So, dann zoomen wir hier nochmal ran. Machen wir es jetzt mal wirklich to the extreme. Ah ja, sieht man jetzt schon extremes Rauschen hier drin. Das kann ich ja gleich dann mal einblenden in die Aufnahme. Das ist jetzt hier ein bisschen Kopfbewegung noch. Das Bild der Kamera. Man sieht zumindest ein ziemlich starkes Rauschen hier. Bin mal gespannt, wie die Aufnahme dann tatsächlich aussieht. Ich glaube, das Digitalzoom ist eher nicht so empfehlenswert. Und leider auch, ja, oder vielleicht ist es nicht weiter wild. Digitalzoom ist eh immer noch so eine Sache. Anscheinend jedenfalls nicht während des Filmens nutzbar, sondern nur während die Kamera nicht filmt. Immerhin, natürlich, dadurch, dass man einen kleineren Ausschnitt dann aus dem Bild nur hat, gehen dann diese Effekte, die man hier links ganz gut sehen kann, die gehen dann immerhin verloren irgendwann. Ja, dann haben wir hier unten noch den Umschalter zum Fotomodus. Dann kann man halt Bilder damit knipsen. Na. Ja, das waren dann eigentlich auch schon so die Funktionen. So wahnsinnig viel ist es jetzt gar nicht, was man hier noch zusätzlich einstellen kann. Das sind vor allen Dingen, hier haben wir jetzt ein paar Sachen, einen Self-Timer nochmal, die Auflösung, okay, ist auf 14 Megapixel eingestellt, kann man bis 20 hochgehen. Und auch hier nochmal Einstellungen, die dürften aber die gleichen sein. Ah doch, da haben wir nochmal andere Einstellungen als beim Video, ein bisschen. Und was haben wir hier noch? Ah, immerhin kann man die Belichtung korrigieren, rauf runter setzen für die Fotos. Das ist doch schon mal ganz nett. Im Videomodus dann, wie gesagt, etwas weniger
Einstellungsmöglichkeiten. Als letzte Möglichkeit der App gibt es dann hier noch über diesen Knopf hier unten den Zugriff auf die bisher geschossenen Fotos und Videos. Die kann man dann auch runterladen. Fotos müsste man sich auch direkt angucken können. Hier sowas Hässliches zum Beispiel. Da hat die Kamera plötzlich auf dem Kopf alles dargestellt. Das ist nämlich ein bisschen irritierend, muss man auch erstmal wissen. Durch einen längeren Druck, wenn die Kamera schon läuft und auf den WLAN-Knopf kann man auch so einen Flip dieses Bildes hinstellen, dass es also auf den Kopf gestellt wird, einstellen, was natürlich hilfreich sein kann, wenn man die Kamera im Gehäuse an irgendetwas dranhängt. Dann hängt sie ja auf dem Kopf. Dann hat man also, das sollte dann eigentlich eine 180-Grad-Drehung sein. Ja, soweit erstmal von meinem Unboxing und den ersten Eindrücken der AMKOF oder AMKOF, wird mit Ö geschrieben tatsächlich, obwohl es eine chinesische Marke ist. AMK 5000S, GoPro Clone, gutes Stückchen günstiger, kriegt man so für etwas über 76 Euro plus ein für Umsatzsteuer dann natürlich und meistens dann auch nochmal heftige Gebühren für die Vorstreckung dieser Steuern durch DHL oder einen anderen Transportservice. DHL verlangt dafür 10 Euro plus Märchensteuer, also nochmal 12 Euro, die dann dazu kommen. Wer sowas regelmäßig macht, aus China zum Beispiel importiert, der kann das sich bei DHL registrieren, ein SEPA-Mandat einrichten, also eine Einzugsermächtigung denen erteilen, dass sie dann automatisch das vom Konto abziehen, dann sollten diese 12 Euro Gebühren entfallen. Um die Steuern kommt man natürlich nicht rum, andererseits wäre es ja dann auch Steuerhinterziehung, das wollen wir ja doch alle nicht, oder? Ja, hin und wieder findet man die auch auf Amazon, zurzeit allerdings auch nur von Leuten, die dann auch aus China versenden, kosten dann aber deutlich mehr, das lohnt sich nicht. Dann kann man sie auch direkt bei Gearbest bestellen, Link findet ihr unterhalb des Videos im Beschreibungstext und natürlich auch im Artikel auf Technophil, wo ich vielleicht auch noch ein paar Testbilder von der Kamera dann mal hochladen werde. Ja, soweit erstmal von diesem Filmchen und ich, wie gesagt, werde jetzt keine Mühen scheuen, mich mal in Richtung Mittelmeer begeben und schauen, ob ich sie da mal im Pool, vielleicht sogar im Meer ausprobieren kann. Mal schauen, ob es noch andere schöne Anlässe gibt, dort mit einer Action-Cam ein paar witzige Bilder zu machen. Ich versuche dann später nochmal einen zweiten Erfahrungsbericht. Ich will es mal lieber nicht Testbericht nennen, weil ich bin nicht so der Action-Cam-Fachmann, der jetzt 25 GoPros schon ausprobiert hat. Kann da sicherlich ein bisschen noch mehr zu erzählen. Aber trotzdem Erfahrungsbericht für euch mal, auch so als Abwechslung zwischen den ganzen Smartphones, dachte ich, ist vielleicht ganz witzig. Bis denn, euer Klaus von technophil.de.